So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Worker and Resources. Ja, wir haben unser kleines Stadtviertel abgeschlossen. Die ersten Kinder gehen hier, ja, arbeiten, wollte ich sagen. Ja, die gehen hier arbeiten. Abwasser ist vorhanden. Sollte auch abgewässert werden. Wir haben Frischwasser, sollte auch frisch gewässert werden. Wir haben Strom, sollte auch bestromt werden. Das heißt, den Leuten fehlt es an nichts bisher. Sie haben einen Kindergarten, sie haben Arbeitsplätze für Sport, sie haben Mülltonnen und wir haben eine Polizeistation noch. Bei der Polizeistation müssen wir jetzt einige Dinge machen. Und zwar als erstes müssen wir Autos nehmen. Und zwar diese Autos. Und ich sehe, die werden langsam echt voll. Dass die echt viel ansteuern müssen mit dem da hinten. Und dem da, nicht? Also das ist echt eine lange Route. Und eigentlich sind wir schon zwei über den Limit. Das Problem ist, 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte die ganze Stadt versorgen, dann müsste ich aber die beiden extra versorgen. Und das würde ich auch machen. Das heißt, die Werkstatt fliegt raus. Und die Kiesgrube fliegt raus. 1, 2... Dann kommen wir wo an? Wir kommen hier an. Wir fahren zum Krankenhaus. Wir fahren zur Feuerwache. Wir fahren zur kleinen Polizei. Dann kriegen die nämlich alle 20%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weil hier gibt es noch keine Auffahrt. Sonst würde ich die erst hier runterfahren lassen und dann da hoch. Aber dann fahren die nach da, nach hier, nach dort und über die Autobahn zurück. Später auch zweispurig. Und kommen dann wieder zurück. Sehr schick. Dann ist das in der Stadt alles miteinander versorgt. Und was fehlt euch? Euch fehlen Autos und ich würde weiter bei den Trabis bleiben. Die sind günstig. Nicht schlechter als die anderen für unsere Straßen. Wir können eh nicht schneller fahren als 60. Und Asphalt ist noch weit in den Sternen. So, was wir aber unbedingt brauchen, ist dann einen neuen Öltank. Der hat 11 Tonnen, kostet 14.000, 9 Tonnen. Ist ein bisschen wenig. Wir haben aber nur die. Würde ich sagen, nehmen wir den hier, oder? 12.000, 10 Tonnen. Dann kann er 5,5 machen. Ich meine, so viel werden die eh nicht verlieren. Da passen eh nur 20 Tonnen rein und hier hinten 30. Aber man sieht ja, die arbeiten alle beide gar nicht. Das ist eigentlich ein totes Pferd geritten, wie man so schön sagt. Pass auf, dass niemand die Twitch-Polizei informiert, dass es bei dir Kinderarbeit gibt. Ach, Kinderarbeit. Die mussten nur ihren eigenen Spielplatz hier buddeln. Guck mal. Haben sie doch wunderschön hinbekommen. Handgefertigt. Und gucke, es sind gar keine Kinder vorhanden aktuell. Ach so. Ich habe den Anschluss einfach nicht gemacht. Aber das ist ja doof, dass da denn schon ein Weg rauskommt. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich anders designt. Normalerweise haben die Häuser keinen Weg, der davon abgeht, automatisch. Okay. Die Müdigkeit schlägt wieder zu. Aber dann haben wir da auf jeden Fall erstmal vorgesorgt. So, letzten Monat minus 13.000. Aktuell sind wir im Plus. Das ist sehr schön. Die Polizei kriegt jetzt ihren Treibstoff. Und die Fabrik. Und der kriegen auch. Achso, wartet. Nee. Erst hier. Dann dort. Dann dort.
Wir beladen uns mit 100% Treibstoff, entladen, Treibstoff, entladen, Treibstoff. Und wir sagen so 50, 50 und dann starte. Und dann hast du auch das miteinander versorgt, nicht? Wir gucken die Route an. Die beiden Gebäude, die wir vorher rausgenommen haben, sind dann auch miteinander verbunden. Nur, dass er jetzt durch die Stadt fahren muss, ist schlecht. Das müssen wir später trennen, sauber, mit links und rechts. Und wir haben fast 3000 Bürger in unserer wunderschönen Stadt und nur 3 Häftlinge. Wahrscheinlich, weil die anderen alle geflohen sind. 14 in diesem Jahr alleine geflohen. Naja, man kann es nicht jedem recht machen. Gratis Kost und Logis wird auch nicht mehr für ewig bewertet. Unsere erste Forschung, die Düngeforschung, ist gleich abgeschlossen. Was für die Felder sehr, sehr wichtig ist, die wir als nächstes, wenn die Industrie fertig ist, ja planen wollen. Aktuell frisst uns nämlich so ein bisschen die Stoffkosten. Den Stoff, den wir nicht mehr haben. Alles weg, weil wir halt so viele Leute, die permanent in den Fabriken haben. Wir könnten... Ah, ich bin schon auf 100 hoch. Okay. Na dann müssen wir es so lassen, wie es ist erstmal. Kommt schon der Nächste und der Nächste. Und du bist auch wirklich leer? Jetzt klappt es auch wieder. Ja, okay. Und du auch. Ja, 13 Tonnen haben die erstmal. Passt schon. Und du exportierst 4,5 Tonnen. Forschung abgeschlossen. Unsere Experten der Technischen Universität haben eine neue Forschung abgeschlossen. Das Düngen. Sehr gut. Das heißt, wir können mal in den Forschungsbaum gehen und überlegen, was wir jetzt nächstes erforschen wollen. 3000 ist doch keine Stadt, sondern ein mittelgroßes Dorf. Naja, das kommt ja mal drauf an, in welchem Land du lebst und wie die Definition von Stadt und Dorf da ist. Bei uns ist es eine Großmetropole, weil es unsere Hauptstadt ist. Stadt ist ab 100.000. Kommt aufs Land drauf an. Gibt keine festgelegte Definition. In China lachen sie darüber, was bei uns eine Millionenmetropole ist. Das ist bei denen ein Vorort. Ja, wir könnten auf Beton gehen. Aber ich glaube, bei Beton fehlte mir Bitumen oder Kohle dann, die ich nicht habe. Umweltforschung brauchen wir eigentlich nicht. Vorstudie, Holz, pff, macht gar keinen Sinn mehr. Die Raffinerie wäre schon cool. Ich sag, wie es ist. Komm. Achso. Ja, man kann nur da gucken. Wir gehen hier auf Treibstoffforschung. Das heißt, wir müssen erst Treibstoff, Bitumen erforschen, um dann... ja, um dann weiter zu forschen. Und inzwischen stehen hier sehr viele Arbeitskräfte, die auch gebildet sind. Müssen wir echt aufpassen. Weil irgendwann nimmt das Überhand und dann muss ich denen sagen, dass die hier auch gebildete Arbeitskräfte hinbringen. Zufriedenheit ist noch gut. Fehlt euch was? Nein. Nein. Denen fehlt nichts. Also außer Job geht's denen eigentlich allen hier hinten. Der kommt nicht zur Schule oder die Schule hatte nicht genug Kapazität. An sich hat die Schule genug Kapazität. Das ist also nicht das Problem. Das könnte echt nur zu weit weg sein. Dass die Kinder da nicht immer, ja, die schaffen das nicht immer bis zur Schule von hier hinten. Das heißt, wir wissen, hier hinten neue Schule, was brauchten wir noch? Einkaufsladen, ja. Stimmt, hier fehlt irgendwo ein Einkaufsladen. Hier hatten wir einen, da hatten wir einen und hier müsste einer hin. Also hier ein Einkaufsladen hin, daneben eine Schule und dann hier ein neuer Bezirk. Und wir sollten gucken, ob wir die Autobahn neben den Schienen miteinander verbinden irgendwie. Dann haben wir hier so eine Nordstadt
und dann kriegen wir hier so eine Südstadt, nicht? Aber wir müssen die Autobahn irgendwie auf jeden Fall verbinden, falls da LKW später durch wollen, die nicht durch die Stadt sollen. Dann müssen wir natürlich erstmal einfach nur Straßen ziehen, aber später mit Brücken und Tunneln arbeiten. Vielleicht, dass wir die hier untertunneln, die Autobahn. Oh, wir könnten natürlich auch hier untertunneln einfach komplett. Und hier vielleicht eine Ausfahrt machen. Oh, dass wir hier wirklich so hier rauf, runter, hier wieder kurz raus und dann wieder vielleicht hier drüber. Na okay, drüber ist blöd. Ja, oder nur drunter und nur die Auffahrt nach außen bringen. Weiß nicht, ob das so leicht möglich ist. Habe ich noch nie gemacht, muss ich gestehen. $3.002. Okay. 18.000 im letzten Monat plus gehabt. Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal, dass wir wieder Sachen priorisieren, bevor wir jetzt den Startschuss gehen. Erstmal die Leitung. Die haben auf jeden Fall höhere Priorität als der ganze Rest. Genauso beim Wasser. Beim Wasser. Ich mache gerade einen großen Fehler. Gut, dass ich den noch nicht gemacht habe, den Fehler. Uiuiui. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Oh, da haben wir wirklich Schwein gehabt, weil ich habe einen fatalen Fehler hier begangen. Wer die letzten Let's Plays gesehen hat, wird ihn schon wissen. Wer sie nicht gesehen hat, wird ihn jetzt erfahren. Und zwar, man kann die beiden Netze zwar miteinander verbinden, aber die Fabrik, die braucht nur... wo stand es? Essen, Alkohol... Bekleidung. Die brauchen nämlich nur Wasser. Und das Wasser braucht nur eine Qualität von... Wo stand's? 11 Kubik Wasser. Stimmt, das Wasser braucht doch gar keine... Qualität, oder? Steht das erst, wenn die gebaut ist? Doch, erforderliche Wasserqualität. 85%. Genau. Und wir filtern das Wasser ja hier hintern. Und das ist gar nicht notwendig, weil hier zum Beispiel ist ja 93%ige Wasserqualität drin. Problem ist aber, wenn wir die da anschließen, die brauchen so viel Wasser, gerade zu dritt, die würden sofort unseren Brunnen leer juckeln. So, jetzt ist so die Sache, wir könnten irgendwo einen zweiten Brunnen hinsetzen, das werde ich auch tun. Das Problem ist, man sieht, hier in den Gebieten, wo gebaut ist, ist das Wasser auch nur auf 79%. Die würden da nicht arbeiten. Das heißt, überall, wo ich vielleicht noch bauen werde, wie hier, weil ich hier noch was hinsetze oder so, ist an sich schön gedacht, aber kann ich nicht benutzen. Was das ein bisschen problematisch gerade macht. Wir können das hier miteinander verbinden und dann müssen wir hier irgendwo einen Brunnen halt hinflanschen. Wahrscheinlich einfach neben dem anderen Brunnen, weil wir hier nichts geplant haben in der Ecke. Das ist die einzige Stelle, die mir jetzt einfallen würde. Und da könnten wir noch ein bisschen was bauen dann. So. Also der geht bis hier. Ja, dann müsste der hier so hin. Ich meine, oder... Ich meine, hier will ich auch nichts mehr bauen. Hier wäre aber auch nur 83%. Und wenn ich hier nur ein Gebäude setze, ist das unter. Unten drunter. Hier werden wir auch nochmal die Straßen umdesignen. Das ist Schietekäse so ein bisschen. Ich will auch nicht, dass die beim Brunnen sich überlagern. Und der einen den anderen das alles wegzapft. Aber ich würde sagen, der kommt hier hin und der kriegt dann die...
höhere Priorität. Den können wir schon mal bauen. Und dann brauchen wir noch eine Pumpe. Shit. Ah, da brauche ich keine teure Pumpe. Da reicht eine kleine dann. Und die braucht Strom. Hier ist nirgendwo Strom. Wo ist denn der erste Strom? Hier. Oder hier. Hier ist kein Strom. Scheibenkleister. Ah, das ist nicht gut. Ich meine, ich kann ihn natürlich erstmal hier hinsetzen und gucken, ob das geht. Ich weiß halt nur nicht, ob das von der Länge her passt. Mein Strom ist schon hier. Aber wenn wir später hier Auffahrt machen, ist das doof, wenn die da so durch dran steht. Das will ich eigentlich nicht. Jetzt kommen wir so in die Grübelmomente. Wo macht man Sachen hin? Wo kann noch was auftauchen? Wo passen Wege? Hier ist halt schade, dass ich sowas wie Wasser nicht unter den Kabeln bauen kann. Da wäre es natürlich optimal. Ich meine, hier zwischen. Da kann ich eh nichts anderes hinbauen. Das ist auch super. So. Kriegen hier so einen ganz billigen Anschluss. Und dann werden die miteinander verbunden. Einmal nach dort. Einmal nach dort und du nach dort ran. Ja. Das ist nämlich ein separiertes Wassernetz. Aber es ist halt auch wichtig. Problematisch ist, ich komme dann hier nicht mehr durch. Außer wir gehen halt runter. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn man das nicht trennt. Oh. Und da hat er schon wieder. Seht ihr das? Ich habe da angefangen und anscheinend beim Gucken nicht 100% dann erwischt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt da noch nicht ganz. Da wollten wir auch hin. So, kostet weniger Ressourcen so. Ja, komm, du auch eine hohe Priorität. Und dann sollen sie es bauen. Wir sind bei 1,1 Millionen gleich wieder. 18.000 im letzten Monat. Diesen Monat 21.000. Gefällt mir sehr gut. Unser neues Stadtviertel floriert noch. Nur ein paar Arbeiter ohne Job. Unsere Forschung ist auf 35%, ist sehr gut. Wir können auch noch mehr Professoren in die Forschung geben jetzt. 9 Leute zum Beispiel. Wir müssen nicht so viele in die Ausbildung. Es können eh maximal 5 in die Ausbildung. Ja, dann können auch die anderen forschen gehen, nicht wahr? Dann können wir da sogar auf 10 erhöhen vielleicht. Ach so, aber dann, wenn ich unten erhöhe, dann verringere ich das oben automatisch. Das ist ja schlecht. Aber uns ist Forschung gerade wichtiger, als Leute mit Abschluss zu bekommen. Gesundheit ist nicht so hoch. Steigt. Alkoholkonsum. Ach, das verschmutzte Wasser hier oben. Ja, es ist halt sehr teuer und sehr weit. Das kann ich jetzt noch nicht einplanen. Oha. Ah ne, es läuft voll. Stimmt. Es war leer und wir hatten ja neue Pumpen gebaut extra.
aber genau das Maximum jetzt hier, was wir exportieren. Wir können hier mal kurz auf die Exportmengen gucken. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Was haben wir denn im letzten Monat exportiert? Kleidung für 136.000, Öl für 42.000. Und importiert haben wir Stoff für 93, Treibstoff für 15. Ja, der Stoff ist halt wirklich die Nemesis an der Stelle. Bis das fertig ist, geht noch mindestens ein Jahr ins Land. Ja, Elektronik kriegen wir eh ganz lange Zeit nicht weg. Essen könnten wir dann eventuell mit den Bauernhöfen dann auch wegkriegen. Aber da brauchen wir mindestens 10.000 Einwohner. Das muss also nochmal deutlich mehr werden. Und Alkohol und Essen ergeben gerade mal 10.000. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich meine, wir haben echt Glück. Wir können mal auf die Weltwirtschaft gucken. Der Ölpreis steigt gerade deutlich. Dadurch steigt natürlich auch unser Gewinn. Andererseits steigt natürlich auch der Treibstoffpreis stärker an. Der erholt sich gerade wieder und geht auf sein Allzeithoch zu. Hoffentlich fällt er dann wieder. Deswegen ist es gut, wenn wir, glaube ich, auf die Treibstoffproduktion gehen und dann unabhängig vom Treibstoffmarkt sind. Weil der ist wirklich teuer und gefährlich. Also der kann wirklich explodieren. Beim Pflanzen sehen wir auch, geht der Trend auch nach oben, aber beim Stoff natürlich deutlicher, explosiver nach oben. Und bei Kleidung dementsprechend geht es auch eher nach oben. Habt ihr noch genug Treibstoff? Ja. Habt ihr Treibstoff? Ja. Wir können ja mal auf die Straftatenstatistiken gucken. Wo sind die? Hier. Nicht bestraft. Keine Straftat wurde von uns nicht untersucht. Leichte Straftaten. Da unten. Ah, nee. Okay, man muss ranzoomen. Warte mal. Hier, 3 Kilometer. So, dann sehen wir das doch viel besser. Ja, hier schon gehäuft, nicht? In den Einkaufsecken halt ein bisschen mehr. Was ist mit mittleren? Ah, Einbrüche auch eher verteilt über die Stadt. Aber auch eher hier konzentriert. Und Morde oder andere schwere Delikte gerade mal 3 Stück. Oh, oh, oh. Ich bin gerade verwirrt von den Geräuschen, aber ich glaube, die Nachbarn machen draußen Lärm. Hört man sonst nicht, wenn man Kopfhörer auf hat. Richter haben auch nichts zu tun. Rathaus, ja gut. Im Rathaus, wir können ein bisschen mehr Leute ins Rathaus geben. Dann sind auf jeden Fall mehr da. Die machen nämlich die Statistiken. Und dann schwankt es hier nicht immer zwischen produktiv und nicht produktiv so stark, wenn da ein bisschen mehr Reserve drin ist. Ja, für Kultur haben wir nicht wirklich viel, nicht? Das Kino. Wartet. Hier. Da kann man das sehen.
Kulturzentrum und das. Achso, aber doch, hier haben wir auch die Library und das Ding. Okay. Also doch schon gut verteilt. Ja, hier, den könnten wir so eine Kleinigkeit spendieren. Aber die haben ja eigentlich. Eine Kirche, die ist weit weg, nicht? Ah, eine Kirche ist weit weg. Die haben keine Kirchenabdeckung hier hinten. Okay, dann gucken wir mal nach Kirchen, ob wir hier hinten irgendwas Kleines, Simples bauen können. Vielleicht. Eine ganz kleine Dorfkirche? Ist hier nicht, oder? Wir brauchen sowas Mittleres. Hier hinten wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, so als Abschluss, aber da steht sie so auf verlorenem Posten im Nirgendwo. Falls man denn doch mal weiterbauen will, steht sie halt im Weg. So eine prachtvolle würde ich jetzt ungern hier an den Rand packen. Vielleicht hier so was Simples. Barocke Kirche. Und klein. Oder wirklich nur so eine. Steht hier aber schon echt blöd. Ich meine, wenn hier später auch noch ein Viertel hin soll, wäre da vielleicht eine Kirche so oder so nicht verkehrt. Wenn wir da so die Barocke hinplanen würden hier. Vielleicht so unternehmen den Einkaufsladen, weil der braucht eher eine Straße. Obwohl der Einkaufsladen müsste dann eher hier hin, dann kann die doch schon. Vielleicht eher so hier hin. So. Ich krieg natürlich jetzt nicht drei Wege, sondern einen Weg. Das muss reichen. Haut zu dicht dran. Blöd. Dies ist blöd. Okay, warte mal. Wir machen das mal so. Gucken, wo wir da ran können. Ah, das würde gar nicht passen. Das würde so gar nicht passen. Okay, die muss ein Stück höher. Barocke Kirche. Versuch Nummer 3. Und was habe ich jetzt vergessen? Natürlich die Kirche zu spiegeln. Also das nervt. Das hätte ich gerne, dass der das einfach beibehält. Die Spiegelung. Dass man das nicht jedes Mal neu einstellen müsste. Ah ja, okay. Also auf der Höhe. Haben die es geschafft? Jawohl. Das Gebäude hat keinen Strom. Oh, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass die Pumpe Strom hat. Aber natürlich braucht der Brunnen ja auch Strom. Ach, so eine schiete Kacka. Daran habe ich nicht gedacht.
Okay, das heißt, wir müssen hier hinten so oder so einen Stromkasten irgendwo hinzimmern. Vielleicht hier gegenüber. Er zeigt zumindest an, es würde gehen. Kriegen wir das da mitten rein? Wir könnten es direkt daneben setzen. Okay. Wir gucken nochmal. Wäre mit angeschlossen. Jetzt ist die Frage nur, wo kommt der Strom her? Aus dem Ding. Dafür ist es da. Okay, aber wir gehen hier natürlich 9 Meter runter. Und dann hier hin und dann erst wieder daran und fertig. Immer die Kleinigkeiten, die man übersieht. Und jetzt würde mich aber eins interessieren mit dem Strom. Wo sind die Stromgebäude? Strom, Strom, Strom. Wo kommt man das machen? Ressourcengebäude hier. Transformatoren. Sind die High-Voltage-Dinger? Umspannwerke. Ja doch, sind gut verteilt. Eins da, eins da, eins da, eins da. Doch, das passt. Das gefällt mir. Das hier ist ja nun... Was ist denn das? Die sind hier ein bisschen eng zueinander, ne? Gut, aber ist Innenstadt. Das passt schon. Oh, und das ist dritte. Na gut. Die waren vielleicht ein bisschen sehr eng gesetzt hier. Und die Außen dafür ein bisschen... spärlicher. Also eins müsste hier hinten auf jeden Fall dann hin. Vielleicht hinter dem Bahnhof irgendwo noch gequetscht. Das wird eine 10. Also das ist plus minus 0 hier auf jeden Fall. Aber gut, gibt Schlimmeres. Letzten Monat mit 28.000 im Plus rausgegangen. Sehr schick. Und ich habe von Bugs gehört, dass die Autos sich im Asphalt verbuggen, wenn man Asphaltstraßen baut. Also bei den Kiessachen ist es mir bisher nicht aufgefallen, dass man da so einen Deadlock bekommen kann. Und die Arbeiter vielleicht ein bisschen zu klein im Rahmen der Skalierung des Gerüstes, nicht wahr? Da sollte man vielleicht auch nochmal dran arbeiten. Wobei das hier jetzt vom Motto ist. Schön, wie sie schaufeln. Forschung ist abgeschlossen. Boah, das ging jetzt aber fix. Dann können wir ja doch schon hier Bitumen anfangen. Na gut, wir haben jetzt auch 10... Nee, 7 forschende Professoren. Und 7 da oben. 7 ist, glaube ich, ein guter Deal. 340 Universitätsabschlüsse auf jeden Fall. Das heißt, Sorgen ums Krankenhaus... und Gericht und Polizei muss ich mir gar nicht machen. Ja, dann können wir den hier hinten auch noch ein Kulturgebäude spendieren, oder? Was haben wir denn da Schönes? Kriminalität, Wartung, Kultur. Und eins, was nicht für Touristen ist. Theater der Republik hier im Rande ist blöd. Das Small Prefect Theater wäre nicht schlecht. Oh, was ist denn das hier? Historic Town Hall. Nee, das ist...
falsch. Das kleine Cosmo-Kino. Aber es passt hier gerade nicht rein. Hier noch ein Cinema. Aber das hat irgendwie kein Aussehen. Novo Vieska 3 Cinema. Scheint nicht okay zu sein, der Mod. Archäologiemuseum ist auch für Dings. Und was haben wir hier? Das DDR-Rundkino, guck mal. Ja, das kommt irgendwo in so einem zentralen Bezirk irgendwann mal hin, nicht? Wo auch wirklich 2, 3, 4, 500 Leute im Haus wohnen. Da kann man sicher schön was mit anfangen. Cinema Sojos. Das würde schon eher hier hinten hinpassen. Aber 100 Leute passen da rein? Na gut, im Kino. Oder eine Library nochmal. Oder das Amphitheater. Da würden 150 reinpassen, aber das wäre vom Spiel aus. Nee, ich glaube, das Cinema Josus, das passt mir hier eigentlich ganz gut in Kram. Ah, es braucht einen Straßenanschluss. Ah. Das heißt, das wäre eher hier drüben, wo der Laden ist, dass es dann hier mit hinkommt. Die Library braucht nämlich nichts davon. Machen wir hier so neben der Kirche die Library hin. Machen wir hier so einen schönen Platz. Mit ein bisschen Propagandazeug. Ich glaube, das kommt gut an, oder? Sehe ich das falsch? Nein. Das werden die Bürger lieben. Sie müssen es lieben. Meine Nase kribbelt was ohne Ende. Heißt wahrscheinlich, wir sollten was trinken. Prost! Strom steht? Du hast keinen Strom? Weil Kabel nicht fertig. Ja. Müllabfuhr steht auch noch rum, ist auch noch genug da. Kommt auch noch überall ran. Ja, nur hier fehlt Wasser. Und Feuerwehrleute theoretisch. Was ist jetzt Ölladung wert? 604. Wir sind mal bei 510 oder so gestartet. 605. Okay, steigt also gerade stark an. Bin ich froh, dass wir in unserer Forschung sind. Wäre cool, wenn es eine Forschungsanzeige hier oben oder so noch geben würde. Wie weit man ist, dass man nicht mal zur Uni gehen muss. 16, 18%. Kirche ist fertig, sehr schön. Sieht okay aus. Oh, ich hätte es in einer Flucht mit den Häusern bauen können, nicht wahr? Der Laden ist leicht überlastet fast. Und wir sind schon bei 1,16 Millionen.
29.000 gerade, letzten Monat 28.000. Also sieht sehr, sehr gut aus für uns aktuell. Obwohl hier wenig Stoff drin ist, ist hier sehr viel Kleidung drin, weil sehr viele Arbeiter übrig sind. Und weiter oben das Kabel fertig ist und der Brunnen funktioniert. Die großen Kabel nach hier unten haben wir. Das hier hat alles hohe Priorität bekommen. Abwasser kann über 1 gehen, das ist okay, das reicht. Das ist auch alles gesetzt. Und das war ja geplant. Das einzige Gebäude, was vielleicht nochmal hätte neu gemacht werden müssen, wäre das hier. Ein Gebäude brennt. Jetzt kommt es drauf an, wo. Sehr gut. Das sollte eigentlich machbar sein. Wobei so langsam die Polizei von hier hinten, die Feuerwehr von hier hinten, auch echt lange braucht. Ich meine, die Wege sind inzwischen ausgebaut, aber guck mal, 50%, so ein kleines Gebäude haut mir schneller ab, als die herkommen können. Also Asphaltstraßen oder noch eine kleine Feuerwehr irgendwo hier unten wäre dann wichtig. Damit wir dann hier eine Abdeckung haben und dann hier die Abdeckung haben. Ich meine, hier fehlt eine, dann fehlt hier wieder eine. Man braucht eh mehrere überall. Und WB Lightro. WB. Ja, die Schienen, nicht? Ich habe mich immer gefragt, warum hat das Ding eine Schiene? Das ist doch ein Bug. Aber nee. Die kommen hier anscheinend an mit einem, weiß nicht, LKW. Und dieser Transformator wird anscheinend über eine Schiene dahin geschoben. Wusste ich auch nicht. Aber da es viele von diesen Stromgebäuden haben, scheint das normal gewesen zu sein. Das ist aber natürlich, wenn man es nicht kennt, erstmal super verwirrend. So, Stromkabel. Was sagst du? 99! Ach, wirklich? 14 Arbeitstage. Das könnte sogar sein, dass jetzt einer von hier rüberläuft oder so. Ne, wir laden die direkt nur da ab, ne? 5 Arbeiter hat er umsonst mit. Das ist natürlich blöd, dass der mehr Arbeiter mitnimmt, als hier abgeladen werden können. Gut, aber eine Bushaltestelle nur dafür, dass sie jetzt ein Stromkabel bauen, ist ja auch Quatsch. Kirche steht. Library kommt. 2,5 Gebäude sind schon voll. 3.100. Die kriegen schneller Kinder, als ich alles bauen kann. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, die Sachen hier schon zu starten. Ich binde das mal von beiden Seiten an. Dann können die schon mal losjuckeln. Wir haben ja 6% Arbeitslose. Das sollte also reichen. Und das Stromkabel steht. Wunderbar. Das heißt, jetzt kommt Wasser rein. Die Pumpe kann Wasser pumpen. Sehr gut. Und dann liegt Druck an den Fabriken endlich an. Wenn sie denn gebaut werden. So, die eine Fabrik bauen wir auch gar nicht. Da kann ich auch das Rohr aussetzen. Weil das kostet ja unnötig. Genau, da haben wir gesagt, das soll alles gar nicht gebaut werden. Weil wir erstmal 2 Fabriken haben wollen nur. Aber eine dritte brauchen wir unbedingt. Für 2 Bekleidungsfabriken war eine Stoff, waren 2 Stoffdinger zu wenig. Hatte ich so, zumindest wenn die voll laufen mit 100% Arbeitskräften, die glücklich sind. Von daher habe ich gleich mal eine dritte vorgesehen. So, wenn die hier fertig sind, dann müssen wir die Bauernhöfe als nächstes planen. Und hier vielleicht Nahrung und
Nahrung und Alkohol hin auf die Seite. Das heißt, auch hier muss der Zug irgendwie hinten hinkommen, weil das muss ich echt bei der Länge nicht mehr mit Bussen bewerkstelligen. Wäre eigentlich auch gut, wenn hier eigentlich ein Bahnhof wäre. Hätte ich vielleicht gleich mal vorsehen sollen, nicht? Jetzt habe ich angefangen zu bauen, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind die ersten Sachen schon beliefert. Kacke. Naja. Ich meine, zur Not kriegt das hier einen Anschluss nicht und der Bus fährt einfach hier runter. Das ist jetzt noch nicht so die Strecke. Nicht? Aber nach da hinten, das könnte schon was werden über ein, zwei Brücken. Ohne Spotify-Musik im Hintergrund nur noch halb so viel Stimmung. Bedanke dich bei der GEMA, bei der GEZ oder bei irgendwelchen Lizenznehmern. Richte da bitte deine Beschwerde und wünsche dir doch, dass sowas nicht unter Lizenzrecht stehen würde. Aber ich bin jemand, ich sage, dann kommt eine Sache eher ganz weg, genau wie unnötige Abos, wenn da Dinge drin vorkommen, die ich nicht mehr möchte, zum Beispiel Werbung in bezahlten Abos, bedeutet für mich, Abo wird gekündigt. Egal, ob ich den Dienst brauche oder nicht, man braucht ihn zur Not nicht. Das Einzige, was man im Leben braucht, ist zur Not Essen. Aber alles andere, was mir Sachen unterjubelt oder sich beschwert, kommt dann halt einfach anstandslos weg und dann sollen sie sehen, wo sie ihre Leute herkriegen. Wenn irgendwann keiner mehr Musik hört, dann weinen sie auch, wir haben keine Zuhörer mehr. Ja, habt ihr selber einfach verschuldet, ihr Idioten. Ja, so ist es halt. Aber es reguliert sich irgendwann von selber. Es dauert halt nur 100 Jahre und wir werden es nicht mehr erleben. Vielleicht zu meiner Lebzeit wird die GEZ noch wegfallen, jetzt wo keiner mehr einen Fernsehanschluss hat. Ich meine, wer holt sich heutzutage noch einen Fernsehanschluss? Also, echt, also, es wird ja nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet, aber ganz ehrlich, lineares Fernsehen? Im letzten Jahrhundert vielleicht. Hast du Abos? Ja, Spotify. Das Einzige. Mehr gibt es nicht. Und Spotify auch nur so lange, bis sie auch Werbung in Bezahlmusik einspielen. Dann ist auch vorbei. Also dann müssen sie sich auch was anderes überlegen. Die treiben einen irgendwann alle wieder zurück in die Piraterie, wo man nicht hin wollte wieder oder will. Das sind so Sachen. Versaut es euch doch nicht selber. Ihr habt das so gut im Griff gehabt. Und dann kackt ihr einfach wieder rum, weil ihr 2% dicker eure Eier schaukeln wollt. Also, ah ja, es gibt immer irgendeinen raffgierigen Manager, der noch nicht genug hat. Oh, ich habe vergessen zu renaturieren, ne? Und danke für den Follow, Veranlin. Veranül. Ah, bei mir gibt es die Garantie, dass ich den Namen auf jeden Fall falsch ausspreche. Hast du Twitch-Subs bei anderen Streamern? Ja gut, aber das ist ja eher was für die Streamer, um sie zu unterstützen. Das ist ja für mich kein Abo. In dem Sinne. Da wäre auch zum Beispiel eine andere. Diese Einzel-Sub-Sachen. Wäre irgendwie cool, wenn man so Subs auf Vorrat kaufen könnte und dann so einzeln wegwerfen könnte. So ähnlich wie beim Prime-Sub. Oder wie bei Bits oder so. Nur zwei Zuschauer. Ja, passt doch. Braucht man echt nicht, ja. Es ist halt wirklich heutzutage. Ja gut, viel mehr kriege ich hier nicht weg, nicht? Schade.
Aber Fernsehen, ja, wie gesagt. Die werden sich noch umgucken. Weil ich meine, eigentlich müsste einfach ARD und ZDF hinter eine Paywall packen dann. Und dann wäre GEZ obsolet, nicht wahr? Und dann sollen sie mal gucken, wie viel da wirklich bezahlen würden. Ich kenne genug, die bezahlen sogar du kannst auf, wie heißt die Plattform? Prime Video? Kannst du nochmal für 5 Euro Kanäle von ARD und ZDF dazu buchen? Ich frage mich echt, wer macht das? Aber es gibt Leute, die machen das. Da kommen gute Dokus. Ja, aber es gibt auch 1000 andere gute Dokus. Warum sollte ich mir die Dokus angucken und dafür ein Abo abschließen? Und dann noch bei Amazon. Ah, ich finde es übrigens auch super ärgerlich. Ich wollte mir eine neue Powerbank nochmal kaufen für unsere Radreisen. Und ich habe eine gute gefunden, extra für Samsung S24 Ultra, alles angeguckt. Und was war? Die gibt's nur auf Amazon. Kein anderer Händler in Europa hat die. Also existiert der Artikel für mich nicht, kann ich nicht kaufen. Habe ich eine andere rausgesucht, Anker 738 oder irgendwas. Nur auf Amazon lieferbar oder bei eBay bei dubiosen Shops. Existiert also auch für mich nicht zum Kaufen in dieser Welt. Es ist so nervig. Warum gibt es denn keine Händler, die auch solche Produkte einfach mal im Angebot haben? Es kann es doch nicht sein, dass man irgendwie ja schon Standardware, ich meine Anker ist jetzt nun nicht irgendwie was ganz Besonderes, nicht in Europa bekommt, nicht wahr? Schon traurig. Na gut. Besser wird's nicht. Lassen wir's mit dem Renaturieren. Und wir lassen's auch mit der Folge, denn die ist schon wieder vorbei.